Realschule. Dann 0-3 gegen Freiburg. Leider hat es nicht geklappt. Am Anfang noch war das Spiel ausgeglichen. Ja, wir haben nicht schlecht gespielt, haben wie oftmals nicht die Tore gemacht und Freiburg war uns dem halt überlegen und dadurch auch gewonnen. Ja. Nach dem 1-0 war eine ganz gute Möglichkeit auf 1-1. Das ist vielleicht das Kippmoment im Spiel. Ja, ich glaube auch in der zweiten Halbzeit, wo wir den Elfmeter dann nicht kriegen, das schmeißt einen dann auch nochmal zurück. Und dadurch haben wir es dann irgendwie auch nicht mehr geschafft, so richtig da irgendwas zu reißen. Mit SGS gibt es auch noch den Pokal natürlich. Das ist für euch sowieso, denke ich, ein ganz großes Ziel. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich im Pokal immer weiterkommen und das ist wahrscheinlich auch dann das nächste Ziel. Ja. Meistens habt ihr, wenn ihr verliert, hier zu Hause, das ist, und zu auswärts geht es ganz gut, irgendwo eine Erklärung dafür? Leider nicht. Nein. Keine Erklärung dafür. Wie geht es für dich weiter mit Deutschland, mit der Schritt zur A-Mannschaft oder noch mit der Jugend selbst? In der Jugend kann ich nicht mehr spielen. Also ich hoffe, dass ich jetzt dann beim Schiebel Leafs Cup dabei bin und dann werde ich weiterschauen. Ja, und spielt Deutschland nicht mehr mit U21 oder so? Das haben die früher doch gemacht. Nee, es gibt nur noch U20. Okay, dann geht es also hoffentlich mit nach Amerika. Das hoffe ich, ja. Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Glück und nächstes Spiel, toi, toi, toi.